Delamain, drück drauf! Willkommen zurück, wenn Delamain vergessen. Terroristin! Kommt hier bei mir her. Nicht schlecht. Ach so, ich hab zu viel dabei. Feedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Ach, haben wir unsere Sachen hier, deswegen. So eine Scheiße! Delamain! Bonus aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Oh nein. Straßenblockade voraus. Jo, das ist eine Straßenblockade. Was? Bist du des Wahnsinns? Ich hab doch keinen. Oh, warte mal, es leckt richtig. Es leckt einfach richtig. Müssen nochmal. Alter. Ja, dem Leuchten der Menschen Haut fest. Haben wir nichts Besseres? Guck mal. So eine Bazooka oder so? Haben wir davon nichts? Achso, 22 müssen wir dafür sein. Was ist damit? Oh, wir haben sie aber genau. Octavia, ne? Alter. Wie schwer war, den zu treffen. Der hat null. Lass die Waffe fallen! Ah, okay. Gute Arbeit, Del. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Oh nein. Bring uns zu einem Ripper, Doc. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Sie wusste es. Die ganze Zeit. Oh nein, bitte stirb nicht. Wie in der Sequenz, nein. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. So war auch die Sequenz, die wir gesehen hatten. Oh mein Gott. Mr. Wells ist verstanden.
gestorben. Und wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Ich weiß nicht, ob das nirgendwo wartet hier auf mich. Bring ihn nach Hause zu seiner Familie? Ja, tot oder was? Das ist scheiße. Bring ihn zu Vectors Klinik. Wird nach Hause. Ah, verdammt. Nirgendwo wartet hier auf mich. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. Deshawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Mann. Unser einzigster wahrer Partner. Jetzt sind wir wieder bei dem einen, ne? Er konnte nur noch zuschauen, während das Imperium, das er verteidigte, immer mehr Verluste zu beklagen hat. Bis es im Jahr 1945 endgültig in die Knie gezwungen wurde. Seiner Familie zufolge wurde... Ich geh jetzt den Kopf runter, extra. Weil ich traurig bin. Keanu? Wohnst du auch hier? Mhm. Es ist nicht Keanu Reeves, ne? Sieht auch so aus, ein bisschen. Warst du viel dabei, entferne? Achso, deswegen sind wir so langsam. Dass wir schon das Vergnügen hatten. Ach, deswegen. Können wir nicht rennen. Hey, warum ist denn da? Ist irgendwas, aber kann ich nicht nehmen. Es war im Jahr 1990, dass die Arasaka Corp erstmals in der Welt. Bisschen bald mal was verkaufen, also nach der Aktion hier. Scheiße. Alles scheiße. Von 1919 bis 2077? Was? Der hat über 150 Jahre gelebt. Alter. Was ist mit dem? Frag mal nicht, was man mit einem Staubsauger macht.
Unheimlich. Unheimlich. Und hier wohne ich. Glaube ich, oder? Nee. So woanders, ne, meine ich. Besetzt. Lass mich rein. Erwartet. Oh. Ei, ich weiß, wer das. Ja, wir sind genau hier. Wo ist T-Bug? WNS. N54. Selbst die Piraten-Center. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation wurde berichten zufolge in den Räumlichkeiten des Konzerns von Peggy Plaza ermordet, wo er für ein Familientreffen war. Saburo Arasaka, mein Beileid für dich. Arasaka erklärte, dass hinter der Ermordung seines Vaters Rivalen des Konzerns stecken. Für diese Behauptung hat er bisher noch keine Beweise vorgelegt. Hab ihn hier. Diverse Marktanalytiker gehen aktuell davon aus, dass der plötzliche Tod Arasakas ein verzweifelter Versuch sein könnte, die Arasaka des Konzerns zu vertuschen. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache nicht ermordet, sind so gut wie tot! Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst. Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal, nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Ja, du bist doch nicht ganz ruhig. Parker, Addis. Dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Oh, ja. Und danach geht's in die Ballerei, oder? Außer Sequenz. Ich bin's. Ja. Was ist das da? Wofür benutzt man das? Okay. Heute. Nein, ich kann nicht warten. Ein Platz. Ich zahle Premium. Spaceport, Terminal 4. Okay. Wie? Mach dich mal sauber. Das ist ja schlimm aus. Ja, ich wusste es. Die kleinen Pisser. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Dex, was soll das? Unrecht aufgehen können andere. Was? Was? Ja, das war Cyberpunk 2077. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem anderen Let's Play. Tschö. Intermezzo.
Love like fire. Der Hammer, 20. August 2023. Gehe auf die Bühne. What the fuck, actually? Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Oh, ich weiß, glaube ich, wer wir sind. Oh nein, wir spielen gerade Keanu Reeves alias John Wick alias Johnny, wie heißt er? Johnny Silverfang. Du kannst nicht drauf. Was? Hey, hey, cool bleiben. Fuck mich nicht ab. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hey! Geh nach. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Wo bin ich denn jetzt? Höre? Bin ich schon wieder, ja? Was ist? Erste Bilder. Braindance? Da können wir reden. Wie viel willst du dafür? Oh, mein Handy ruft, ne? Freunde. Tschüss! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Ich bin nicht wie du, ich gebe nie auf. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Redest du nicht mit mir? Dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Du kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Lass dir endlich Eier wachsen. Alles klar. Mann, hast du da noch was vor? Das ist cool. Carrie, tschüss, mein Freund. Ich mal ein Licht. Ich sehe kaum was. Hier in Reichweite. Das ist
machen. Oh. Ja, komm. Wenn man ihn nicht mal. Keine Scheiße, ey. Alles klar. Weiß zwar nicht, was sie machen, aber was, ob der... Okay, plündern geht nicht. Mäuse, scheißen Ratten, Flöhe. Aber echt, hey. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Spider-Man. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt was ist denn jetzt? Völlig abgedriftet. Mensch, das sage mach gerade mal ich. Hin. Da los. Aha. Kein Kontakt, Feuer! Noch mehr. Die Drecksau da gehört mir. Position verloren! Das ist eine geile Knarre. So, lass mal durch hier. Ich hab hier ein kleines Problem. Wir haben schwere Verluste. Aber ihr Arm ab ist, ne? Was passiert mit dem Arm? Vorsicht! Die sehen dich sonst! Den meinst du, ne? Oder? Love like a fire. Murphy? Sie suchte mit Fingerhut, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zink und Unterhand. Johnny, Ladung! Achso. Ja, mach ich. Bushido 2. Wie ist die Bombe nochmal? Bushido 2. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Gar keine Linie im Anmarsch. Los, weg! Okay. Ich bin weg. Schieß die Kabel durch! Wo denn? Mach die Motoren an. Wir sind gleich da. Ich brauche deine Hilfe bei was. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Oha. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Wir erleiden schwere Verluste! Schwere Verluste! Schieß! Ja.
Er will noch eine Waffe. Ein auf die Fresse. Oh, was ist denn da? So. Na, Bärchen. Hier ist gleich es. Am Zugangspunkt. Kabel rein. So. Netter Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Seht! Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. So, schnell weg hier. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Oh, la, 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 la. Mensch, was ist denn hier passiert? War ich aber nicht. Boah, Junge. Voll erschrocken. Oh, shit. Shit. Das ist Adam Smasher. What? Johnny, lauf! Oi, oi, oi. War schon abheben. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Oh nein. Nein. Der zweite. Aber der ist doch nicht tot, oder? Wir leben noch. Was ist das? Mada, ich lebe. Wakarimashita. Nukaimasu. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Was? Willst du dem guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Opa, dich kenne ich. Hey, der lebt? Oder ist das aus der Vergangenheit? Ach, das ist aus der Vergangenheit, stimmt. 2023 oder was war das für ein Jahr? Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb. In diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod.
Was machst du da mit mir? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase. Konryo Nakoto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wa tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashisa ga aru. Hajimero. Soul Killer bereit, jetzt. Was macht ihr? Playing for time. Neue Quest. Oh, das ist schon die Sylvain. Sehr weird. Man erkennt kaum, wo Wände sind.